Und dem THC würde ja ein Unentschieden nichts nützen. Dann wäre kaum noch eine Chance da, an die Gäste aus Bietigheim heranzukommen. Maurer Fisser nutzt diese Gelegenheit. Ausgleich. Ball bleibt beim THC nach dieser Aktion. Spannung steigt noch. 4 Minuten hier zu absolvieren. Zastowska, Tor! Und eine 2-Minuten-Strafe gegen Angela Malestein. Und in diese Aktion hinein die Auszeit von Martin Albertsen. Ballverlust an Alopa. PAC im Ballbesitz. Anne, da ist das Ding. Da ist der Ball. Du hattest es erhofft, dass wir in dieser Phase jetzt in Ballbesitz kommen. Ja. Ja, jetzt ein Tor mit 2 Toren weg, das wäre perfekt. Das wäre eine richtig gute Ausgangslage für dann die letzten 2,5 oder 2 Minuten. Ja, und ich denke, da haben wir gerade ein bisschen Glück gehabt. Ja, da sollte ein Stürmerfoul provoziert werden. Ja, ich habe es aber auch nicht genau gesehen. So habe ich es gesehen. Die Schiedsrichter haben es ebenso gesehen. Ballbesitz für den THC. Ja, Zastowska! Tor zum 24 zu 22. Ja, einfach toll, mit was für einer Ruhe sie diesen Ball ins Tor legt. Tolles Spiel von ihr. Ein Heber über Dina Eckerle. Geblockt diese Aktion, noch 2 Minuten auf der Uhr. Gänsehaut pur jetzt hier. Maurer Fisser, Anschlusstreffer. Lange 1,5 Minuten hier in der Salzhalle zu absolvieren. Das Spiel steht auf der Kippe. Beide sitzen weiterhin für den THC, aber gleich wird sicherlich der Arm des Schiedsrichters wieder nach oben gehen. Da ist das Zeichen. Minute.
Bertalo Sommerberg erkundigt sich nochmal, wie viele Ballkontakte. Oh. Jetzt muss eigentlich ein Tor her, sonst wird es verdammt eng. Abgepfiffen, abgepfiffen. Diese ja, Wahnsinn, Aktion. Eigentlich hat sie geprellt, also ich weiß es nicht. Sekunden laufen. Zeit angehalten. Angezeigt, die Kontakte. Schrittfehler, meine Damen und Herren. Ballbesitz für den THC, ich fasse es nicht. Herbert Müller Auszeit, 6 Sekunden noch auf der Uhr. Und Anne Hubiger, meine Damen und Herren, die sitzt hier mit norddeutscher Ruhe. Innerlich klatscht sie. Wahnsinnig schnell. Ja, es gab ein Ballfest, ja. Alles rechnete mit dem Freiwurf für den THC, weil eine Aktion gegen Iveta Lusuma war. Und dann Angela Malestein mit dem Schrittfehler. Ja. Ein Spiel, das ein weiteres Kapitel in dieser Salzerhalle aufschlägt. Wir haben hier schon dramatischste Finalspiele erlebt, als in den letzten Sekunden der Meistertitel hier noch gesichert wurde. Aber jetzt kann erstmal die Chance auf den Meistertitel gesichert werden. 4 Sekunden noch zu spielen, Ballbesitz für den THC. Aus, das Spiel ist aus, der Sieg. Der THC gewinnt dieses Spiel gegen die Mannschaft der SG Bietigheim. Und das war heute die Zielstellung, auf jeden Fall gewinnen. Und Anne, mit welcher Moral, mit welcher Kampfstärke die Mannschaft das hier absolviert hat, das war bemerkenswert. Ja, Wahnsinn. In der letzten Minute hat man gesehen, wie nah Glück und Leid beieinander liegt. Und manchmal gehört ein bisschen Glück dazu. Ja, und ich denke, jetzt ist wieder alles offen.